Hallo, hier noch schnell eine kurze Suchmeldung der Polizei. Gallenkirchen-Niederheit, Wassenberg-Rosenthal. In der Sonntagnacht, 12. Februar, zwischen 1:30 Uhr und 4:30 Uhr, wurde eine junge Frau Opfer eines Sexualdeliktes. Wir informierten darüber mit dem Polizeibericht vom 14. Februar. Mit Hilfe von Spezialisten des Landeskriminalamtes konnte das nachfolgende Phantombild des gesuchten Mannes angefertigt werden. Nach Angaben des Opfers war der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,90 und hatte dunkle Haare, braune Augen sowie einen Dreitagebart. Er war von kräftiger Gestalt und südländischer Erscheinung. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein Taxi oder Mietwagen gehandelt haben. Wer den Mann auf dem Phantombild erkennt oder Beobachtungen machte, die eventuell mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 9200.